Und jetzt freue ich mich auf Rainer Braun von Jalana. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Improvisation war ja schon immer unsere Stärke und so auch heute. Ich fange an zu erinnern, dass seit dem ersten Ostermarsch es einen Satz gab, der den Ostermarsch immer bestimmt hat, der hieß: Marschieren wir gegen den Osten? Nein. Die NATO ist marschiert gen Osten. Seit 1992, trotz aller Friedensbeteuerungen, trotz aller Ankündigungen in vielfältigen Gesprächen, trotz einer Pariser Erklärung von 1990, die NATO wurde nach Osten ausgeweitet. Dieses war immer eine Politik der Konfrontation gegen Russland. Der Westen hat diese Konfrontationspolitik gezielt provoziert. Im Guardian der letzten Woche gab es ein wunderschönes Cartoon unter diesem Stand: Die Russen bewegen ihr Land immer näher an unsere Militärstützpunkte. Ich glaube, dieses fasst es richtig zusammen. 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wissen wir, wohin die Konfrontation von Blöcken führt. In einen unmenschlichen, grausamen, langjährigen Krieg, der Millionen Menschen Leben und Gesundheit kostet. Dazu bedurfte es 1914 keinen Systemgegensatz, sondern nur unterschiedliche Machtinteressen und den Willen, mit Macht und Gewalt eine Neuaufteilung der Welt vorzunehmen. Geostrategische Interessen bestimmten damals wie heute das Handeln der herrschenden Politik. So war damals die Gefahr des Krieges real und so ist heute die Gefahr des Krieges real. Wir müssen uns dieser realen Kriegsgefahr stellen, erst recht an diesem Ostern 2014. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, niemals ist die Kumpanei mit Rechtsradikalismus und faschistischen Kräften zu akzeptieren. Weder in der Ukraine noch sonst wo. Wer diesen Kräften nicht in die Arme fällt, sie vom ersten Augenblick an bekämpft, wer damit UN-Charta und die Lehren des Kampfes gegen den Faschismus zieht, der begeht selbst Mitschuld. Es gibt keine legitime Regierung mit Beteiligung von Faschisten, weder in der Ukraine noch anderswo. Wehret den Anfängen. Wir stehen als Deutschland seit 1999 wieder in völkerrechtswidrigen Kriegen. Jugoslawien, Irak, Afghanistan. Und heute stehen wir an den kriegerischen Auseinandersetzungen im Herzen Europas mit der Gefahr, dass dieser Krieg diesen Planeten insgesamt vernichtet. Es geht wieder um Ressourcen, um Hegemonie und Macht angesichts veränderter Kräftekonstellationen auf der Welt. Es ist sicher nicht zu weit hergeholt zu sagen, die Einkreisung Russlands und die Einkreisung Chinas, beides durch miteinander verbündete politische Kräfte, gilt der Sicherung imperialer Interessen. NATO spielt dabei die zentrale Rolle. Die USA ist der Motor und Deutschland macht aus eigenen ökonomischen und politischen Interessen aktiv und auch eigenständig mit. Wer es deutlich hören wollte und nicht auf die Beruhigung der Öffentlichkeit bestimmte Friedensrhetorik hineinfällt, könnte es und kann es in den Reden des Trio Infernale Gauck, von der Leyen, Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonferenz eindeutig und unüberhörbar vernehmen. Der Frieden der Welt ist in Gefahr. Das heißt aber auch, ein Friede mit der NATO ist unmöglich. Das größte und stärkste Militärbündnis der Geschichte, dieses Dinosaurier, gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Die NATO muss abgeschafft werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin kein Freund Putins, kein Putin-Verehrer. Dieser mit Betrug gewählte Herrscher eines kapitalistisch-ökonomischen, die Menschen und den Planeten ausgeplündernden Oligarchensystem ist weder ein Demokrat noch ein Friedensfreund, sondern ein russischer Nationalist und Interessenvertretung seiner politischen Klasse. Deswegen bleibt, wenn wir das Völkerrecht verteidigen wollen, gegen das alle Seiten verstoßen und die Rede von Putin in der letzten Nacht, wo von der Ukraine als Ostrussland redet, zeigt, Völkerrecht verteidigen nur wir. Wir sind die, die eintreten als Friedensbewegung immer und überall für die Sicherung, Einhaltung und Erweiterung des Völkerrechts. Dabei ist es widerlich, heuchlerisch, wenn die NATO Krokodilstränen über Völkerrechtsverletzungen verbreitet. Völkerrechtsverletzungen ist ihr Wesen der letzten Jahre gewesen. Wer im Steinhaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Es waren die NATO und ihre Verbündeten. Es war die NATO, die spätestens seit dem Jugoslawienkrieg das Völkerrecht mit Füßen getreten hat. Wir haben Afghanistan, Irak, Libyen und viele andere Orte nicht vergessen. Ja, wir müssen zurück zum Völkerrecht als verantwortliche internationale Politik. Dieses werden aber nur wir als Friedensbewegung im Bündnis mit allen friedlichen Kräften erzwingen. Nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges sage ich eindeutig, Schluss mit der Konfrontationspolitik. Wir müssen zurückkommen, und jetzt sage ich in Berlin zwei Namen, die mit dieser Stadt eng verbunden sind, zu der Politik der Kooperation und der gemeinsamen Sicherheit. Die Gedanken von Willy Brandt und Olaf Palme, aufgeschrieben in den Dokumenten zum gemeinsamen Haus Europas, müssen wieder bestimmende Politik werden. Friedenspolitik. Friedenspolitik, Kooperation, Interessensausgleich, Versöhnung, Zusammenarbeit auf allen gesellschaftlichen Gebieten. Das heißt auch immer, dass ich die Interessen der anderen Seite genauso berücksichtigen muss wie meine Interessen. Und diese Interessen der anderen Seite in jeder Entscheidung mit einbeziehen und mit als verpflichtend anerkennen muss. Frieden und Sicherheit gibt es nur gegenseitig, ausgleichend, wenn ich den anderen als gleichberechtigten Partner betrachte. Deswegen brauchen wir auch neue Initiativen für das gemeinsame Haus Europas von unten. Wir müssen wieder anknüpfen an den Ausbau vielfältiger Kontakte und Entwicklung von Aktivitäten, gemeinsam mit russischen Freundinnen und Freunden, mit ukrainischen Kolleginnen und Kollegen und mit Menschen aus allen Ländern Europas. Ohne Initiativen von unten wird es ein gemeinsames Haus Europa nicht geben. Unabdingbar zu diesem gemeinsamen Haus Europas gehört eine umfassende Abrüstung. Was ist das denn für ein Skandal, wenn SIPRI, das schwedische Friedensforschungsinstitut, in dieser Woche verkündet, dass 2013 1,75 Billionen für Rüstung und Krieg ausgegeben wurden. 70% davon durch die NATO. Und Deutschland ist noch nicht auf dem Treppchen, aber ist von Platz 9 auf Platz 7 bei den höchsten Rüstungsausgaben vorgerückt. Abrüstung heißt Drohnenverzicht. Abrüstung heißt Schluss mit den Rüstungsexporten. Das steht auf der Tagesordnung unserer Agenda, und dazu müssen wir die Politik zwingen. Denken wir einen Augenblick daran, was wir uns, unserer Generation und unseren Enkeln schuldig sind. 100 Milliarden Dollar soll der Klimafonds der UN umfassen, um die dringendsten Konsequenzen der Klimaveränderung zu bekämpfen. 20 bis 30 Milliarden stehen zur Verfügung. Ab
Abrüstung würde bedeuten, 5% der jährlichen Weltausgaben für Rüstung in diesen Fonds zu stecken. Malaria-Ausrottung kostet 60 Milliarden Dollar. Ein deutscher Banker würde das wahrscheinlich als Peanuts bezeichnen. Die Sicherung der sozialen Systeme, das Erreichen der Millenniumsziele wäre möglich und denkbar. Abrüstung ist der Schlüssel hin zur Lösung globaler ökologischer und sozialer Probleme und zur Überwindung des Militarismus international und national. Deswegen bleibt Abrüstung und da auch als erstes alle Atomwaffen auf der Tagesordnung unserer Agenda. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von diesem Ostermarsch muss das Signal ausgehen, seid wachsam. Der Frieden muss verteidigt werden. Dazu müssen wir wieder viel mehr werden. Ich wende mich auch von diesem Ostermarsch an alle besorgten und nachdenklichen Menschen in diesem Land, und das ist nach allen Umfragen die große Mehrheit, und rufe ihnen zu, es ist Zeit, aufstehen für den Frieden. Verteidigen wir in vielfältiger Art und Weise den Frieden. Frieden ist der kategorische Imperativ. Nur im Frieden kann es eine nachhaltige Entwicklung in Gerechtigkeit geben. Ostern 2014, wir sind die Boten für Aufbruch für den Frieden. Lasst uns den Frieden in unsere Hände nehmen. Bringen wir ihn nach Hause, gewinnen wir mehr Mitstreiter. Fallen wir allen, die Konfrontation und Krieg wieder herbeirufen, schreien und lügen. Fallen wir diesen in die Arme. Herzlichen Dank. Applaus